Ich habe ja hauptsächlich Unternehmer, die bei mir in dem Leadership Intensive Programm sind. Häufig, gerade zur jetzigen Zeit, haben wir das Problem, dass da extrem viel Veränderung da ist. Change überall, dann haben wir Krisenstimmung, Inflation, demografischer Wandel und was weiß ich nicht alles. Da fällt es manchmal jetzt schon schwer, als Unternehmer wirklich ja noch die Motivation aufzubringen. Deswegen fand ich das so schön, als du beim Leadership Intensive Mastermind Wochenende im März dabei warst und mit meinen Kunden, den Unternehmern, diese Reise gemacht hast, dieses Vision Board entwickelt und wie nennst du es, Vision Journey. die Vision Ja. Journey, genau. Erklär doch mal ein bisschen näher, was da genau dahinter steckt, weil die Ergebnisse waren für mich ja, faszinierend. Deswegen bitte erzähl doch mal. Ja, sehr gerne. Also der Trick ist eigentlich, dass wir das Unterbewusstsein mit dem Bewusstsein verbinden und die Logik mit der Kreativität. Und ganz oft ist es so, dass wenn wir eine Lösung suchen, dann hängen wir in so einer Schleife drin, vielleicht in einem gedanklichen Hamsterrad, und wir kommen da nicht so raus, weil wir alles versuchen, auch mit Logik zu lösen. Und das Ja, funktioniert in dem Fall nicht. also Ja. dieses Zahlen, Daten, Fakten immer wieder Genau, da. ja. Und es liegt einfach daran, dass wir es gewohnt sind, unser Frontalhirn zu benutzen. Das ist da, wo die Vernunft ist, ja. Und das limbische System, also alles, wo diese ganzen Emotionen und so sind, das haben, also wir können das natürlich noch, aber wir haben es so ein bisschen verlernt, weil das einfach von uns grundsätzlich erstmal nicht verlangt ist. Es geht immer sehr viel um Management und Strategie und Prozesse und Plan und so, ja. Und der Hintergrund von oder der Trick an dieser Vision Journey ist, dass wir dieses alte Wissen, was jeder von uns hat, und die Bildsprache wieder nutzen, um mit Kreativität neue Lösungen zu finden. Und das geht halt mit diesem Prozess, den ich da erfunden habe, einfach und macht Spaß. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, ich sage immer gerne, man braucht eine Klarheit, um überhaupt zu wissen, wohin man geht. Aber es geht nicht nur um das Ziel oder dieses Zahlen, Daten, Fakten, Ja. Klarheit, sondern um eine, ja, so eine Art emotionale Ja. Klarheit. Und das fand ich sehr schön, wie du das mit den Teilnehmern entwickelt hast. Vielleicht kannst du da noch mal kurz den Prozess so ein bisschen Ja, beschreiben, wie du super das gemacht gerne. hast. Ja, also was du ansprichst, diese emotionale Klarheit, die bekomme ich, wenn ich mich erst in, ich nenne es die Herzecke, abhole. Ja? Also wir sind als Führungskräfte oder auch Unternehmer sind wir sehr oft in der Zielecke. Das heißt, wir denken ganz stark, was können wir in Zukunft machen, vergessen uns aber selber abzuholen vorher. Ja? Und das ist eigentlich so der erste Schritt in dieser Vision Journey, dass die Leute oder die Teilnehmenden dann verstehen und auch lernen, wie sie sich selbst auf einer emotionalen Ebene, also emotionale Intelligenz, ja, abholen können. Das brauchen wir auch, weil wir uns dann nämlich trauen, überhaupt mal zu evaluieren, wo wir überhaupt stehen. Na, also diesen Ist-Zustand ganz entspannt anzugucken. Weil ganz oft ist es so, dass Menschen sich dafür verurteilen. Also das habe ich falsch gemacht und ach, und das funktioniert nicht und so. Und wir sitzen dann, also man nennt, also Covey erklärt es eigentlich ganz gut, wir sitzen dann im Circle of Concern, also in dem Bereich, wo wir nichts ändern können. Also es gibt drei Circles, drei Ja. Kreise quasi. Der innerste ist der Circle of Of Control. Control, Das genau. habe ich im Griff, da Ja. weiß ich, was ich mache und Genau. dann kommt da das Ja. raus. Und der Genau. zweite ist, Der ist der Circle of Influence. ja, Ja. Und der dritte ist der Circle bleib of mal kurz mal Concern. bei dem Influence, das heißt, da beeinflusse ich. Ich kann nicht direkt kontrollieren, aber dadurch, dass ich mich darauf fokussiere, zum Beispiel wenn ich meine Mitarbeiter zu etwas überzeugen möchte, Ja. da ist Leadership gefragt. Da, wenn ich den Einfluss habe, folgen sie mir, Ja. also habe ich da Einfluss auf das System. Und dann gibt es den dritten, der ist Circle of Concern, nennt sich Concern. der. Da ist, habe ich, also die Gesellschaft tut, was sie will und ich kann nichts Ja. machen, der Markt verändert sich. Das Ja. wäre der äußere Kreis, wenn ich dich richtig verstehe, ne? Genau. Und auf den äußeren Kreis habe ich keinen Einfluss. Ja, also was die Politik macht oder auch der Charakter von jemand anderem, den kann ich schwer beeinflussen. Der Circle of Control, das ist der, wo ich den, der erste Schritt in die richtige Richtung zum Beispiel, oder auf den habe ich absolute Kontrolle, auf mich selber zum Beispiel. Und der Circle of Influence, das ist eigentlich der spannende, weil der erfordert ein Bewusstsein. Und das ist auch ein ganz großer Teil von dieser Vision Journey, dass ich mir Dinge bewusst mache, die ich eben im Unterbewusstsein habe. Und dieser Circle of Influence, der schafft, dass ich praktisch entspannt auf die Dinge gucke, die im Unterbewusstsein sind, also Widerstände, eigene Widerstände, aber natürlich auch eigene Ziele, Visionen und so weiter.
damit ich das Ganze mir ins Bewusstsein hole und dann kann ich damit arbeiten. Ich kann nicht damit arbeiten, wenn es im Unterbewusstsein ist. Mhm. Und wie haben die das jetzt gemacht vom Prozess her damals? Ja. Ich hole die Leute zuerst ab, indem ich die einen Brief aus der Zukunft schreiben lasse. Mhm. Ja. Das heißt, die Menschen überlegen sich dann, wenn ich jetzt im Jahr 2028, 2027, das heißt, sie nehmen sich dann ein klares Datum und sie schreiben entweder sich selbst oder einem guten Freund einen Brief aus der Zukunft. Mhm. Und dieser Brief aus der Zukunft schafft es, dass der Kopf die Legitimation bekommt zum Träumen. Mhm. Ja, genau. Und weil das können wir manchmal nicht. Wir gehen dann sofort in Widerstand rein. Ne? Ja, ja. Und dadurch, dass die Ansage sehr klar ist, das heißt, schreibe dir einen Brief aus der Zukunft, pack da oben ein Datum hin, überlege dir, an wen du das schreiben möchtest und dann schreiben die das auch handschriftlich. Mhm, warum handschriftlich? Weil diese Bewegung langsamer ist, als wenn ich tippe. Mhm. Ja? Und es ist natürlich persönlicher. Also wer noch persönliche Briefe geschrieben hat, Brieffreundschaften, ja, weiß nicht, ob es die noch gibt, aber das ist was sehr Persönliches. Ja. Das heißt, es hat auch wieder einen hohen emotionalen Wert. In dieser ganzen Journey schauen wir, dass wir die Emotionen immer mindestens genauso hoch halten wie die Logik und die Strategie. Mhm. Ja? Genau, persönlicher Brief, handschriftlich geschrieben und so weiter. Und dann ist die Angabe, dass die eben diesen Brief aus der Zukunft schreiben und der geht an mit, lieber Hans, pass mal auf, wir haben uns schon lange nicht mehr getroffen. Ich möchte jetzt einfach mal sagen, was bei mir in den letzten Jahren alles los war. Und ich habe alles erreicht, was ich erreichen wollte, worüber wir gesprochen haben, in dem Café, und so weiter und so weiter. Mhm. Ja? Und dann fangen die an, das rückwärts sozusagen zu erzählen. Also chronologisch, aber eben rückwärts. Ja. Und das Schöne ist, wir nutzen, und das ist halt wieder das Schöne an unserem Gehirn, da entsteht ein kreativer Schreibprozess. Das heißt, auch Menschen, die sehr stark in der Vernunft, sehr stark in der Logik sind, schaffen es, diesen Brief zu schreiben. Wenn sie sich darauf einlassen. Ne? Wenn sie sich darauf einlassen. Das heißt, die Ansage ist einfach, Handy weg, mindestens eine Dreiviertelstunde nehmen, ja, keine Störungen. Aber ich habe bisher, und ich arbeite sehr, sehr viel mit Menschen, die in der MINT-Branche arbeiten oder auch Behörden, die schaffen das alle. Und dieser Brief ist praktisch die Brücke für den zweiten Schritt und das ist der Workshop. Okay, der Workshop, das heißt, so ein, zwei Wochen vorher machen die das. Ja. Dann kommen sie zum Workshop, wie bei uns damals. Und dann, was hast du dann mit denen gemacht? Genau. Zwischen dem Workshop gibt es vielleicht noch einen Call, aber der ist dann online, ne, um noch ein bisschen zu gucken, was machen wir denn da eigentlich? Mhm. Weil ganz oft ist es so, dass Leute sich halt eher auf sowas einlassen, wenn sie eine eigene emotionale Sicherheit haben. Mhm. Mhm. Ja, und eine Zahlen-, Daten-, Faktensicherheit. Das heißt, ein Call, Gruppencall, Vorbereitung und so weiter kann man dann irgendwie nennen. Genau, und dann sind die in der Präsenz und dann bauen wir gemeinsam ein Vision Board. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, Vision Board, das ist ja das mit den komischen Bildern da und sowas Esoterisches und so, da kamen auch echt coole Kommentare bei dir im Workshop. Ja. Ich weiß, dass sowas kommt, ja. Und das heißt eigentlich nur, dass da noch ein Widerstand ist, sich auf diesen Prozess einzulassen. Ja. Um diesen Widerstand so ein bisschen abzufedern, gibt es halt auch am Anfang von dem Workshop noch so ein bisschen Hintergrundwissen, was denn das eigentlich mit diesem limbischen System ist und mit der Kreativität. Und dass wir einfacher in Bildern denken als in Zahlen, weil wir das halt, seitdem wir aus der Höhle rausgekrochen sind, sehen wir Bilder. Ja, das kann unser Gehirn. Und wir nutzen einfach dieses Areal vom Gehirn wieder und sehr intensiv, um eben wieder einen positiven Fokus zu bekommen und uns auf diesen kreativen Prozess einlassen zu können. Mhm. Von der Strategie her ist es so, dass jeder Zeitschriften dabei hat. Und diese Zeitschriften werden dann genutzt, um dieses Vision Board zu bauen. Und ich bringe die Leute so ein bisschen in Stress. Mhm, ja. Damit die Emotionalität rauskommt. Ja. Also der Hintergrund davon ist auch wieder, wenn jemand in Stress ist, hat er drei verschiedene Möglichkeiten. Angriff, Flucht, Todstellen. Mhm, ja? Und dadurch, dass diese Brücke so entspannt ist, ja, greifen die an. Außerdem ticken Unternehmer so. Die greifen meistens sehr an. Stimmt, ja? Das heißt, ist richtig. Das heißt, sie halten sich an diese Vorgaben und machen da aber in 20 Minuten, also sie kriegen 20 Minuten Vorbereitungszeit und dann nochmal 20 Minuten, um dieses Vision Board wirklich zu gestalten. Und das funktioniert jedes Mal deswegen, weil sie keine Zeit haben, die Logik mit dazu zu holen. Mhm. Mhm. Ja?
Das heißt, dieser kreative Prozess, den wir auch schon genutzt haben bei diesem Brief aus der Zukunft, nutzen wir auch wieder in der Praxis, indem Sie Ihr Vision Board bauen. Mhm. Und wenn Sie dieses Vision Board haben, dann ist erstmal Pause, weil sozusagen das Adrenalin ist dann relativ hoch. Ne? Also ich habe die ja in Stress gebracht, so, und dann machen wir Pause und dann gibt es eine Vernissage. Das fand ich besonders interessant, die Vernissage, weil jeder ja so 2 Minuten Zeit hatte, sein Bild den anderen zu erklären. Mhm. Und wenn ich ehrlich bin, ich hatte da so ein bisschen Bauchschmerzen, als du mir erklärt hast, wie wir das machen. Weil ich dachte, ob die sich da drauf einlassen, ob das nicht nach hinten losgeht. Das hat so super geklappt. Und also wir haben es ja dann auch so gemacht, wir haben auch extra wie bei einer Vernissage ein bisschen Sekt, war wie so ein kleiner Sektempfang. Mhm. Und das war eine sehr emotionale Sache, wie jeder Teilnehmer da seine Vision Board erklärt hat den anderen. Also da war dann ein Bild von einem tollen Segelboot. Und er sagte, jetzt bin ich seit 10 Jahren unterwegs, ich bin in meinem Hamsterrad, aber irgendwie habe ich es immer noch nicht geschafft mit meiner Frau. Das eigentliche Ziel, was wir da haben, wir wollten mal eine Weltumsegelung machen. Ne? Der andere hat so ein Oldtimer ausgeschnitten und hat gesagt, das ist zwar nicht mein Oldtimer, aber in meinem Keller unten in der Garage. Da habe ich noch so einen und ich wollte die ganze Zeit mal den wieder auf Vordermann bringen und bin immer noch nicht dazu gekommen. Faszinierend war bei diesen ganzen Bildern, dass es alles sehr persönlich ist. Es ging fast nie um das Unternehmen, es ging immer um die Person des Unternehmers, was ihm wichtig ist. Es waren in dem Moment nur Unternehmer, es war keine Unternehmerin da, doch die Simone war dabei. Mhm. Es ging immer um persönliche Sachen, die zu kurz gekommen sind in dem bisherigen Leben, weil man sehr stark im Hamsterrad des Unternehmers unterwegs war. Ne? Ja, ja. Und diese, dass da dann rauskam, eigentlich die emotionale Klarheit, ich habe es überschrieben mit Freiheit oder Selbstbestimmtheit kam eigentlich daraus für mich der Wert. Wie hast du das empfunden? Ja, ja. Also die Ergebnisse sind einfach super schön. Die Menschen kommen dann in eine Leichtigkeit rein und sagen, okay, was ist mir eigentlich wirklich, wirklich wichtig? Mhm. Ja? Und ich sage ganz gerne auch am Anfang von diesen Workshops, das ist ein rein egoistischer Workshop nur für dich. Ja, ja. Ja? Damit die nicht irgendwie denken, sie müssen jetzt. Ja. Das Spannende ist, ich habe auch teilweise Leute drin, die sagen, nee, ich möchte das jetzt aber für meine Rolle XY nutzen und so weiter. Auch die haben danach ein sehr egoistisches Vision Board. Das heißt, die können gar nicht anders. Ah, ja. Sehr schön. Und das ist ganz spannend, weil Bilder machen was mit uns. Ne? Und ja. Ich bin ja ursprünglich Kunsttherapeutin. Das heißt, ich habe da so ein bisschen Hintergrundwissen und habe praktisch die Bildsprache genutzt, um Emotionen wieder zu wecken. Ja, ja. Und Bilder machen bei uns automatisch Emotionen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel jemand die Augen zumacht und dann an den schönen, in den schönen Ort denkt, wo er letztes Mal im Urlaub war, dann fangen die Leute das Grinsen an. Ja, ja. Ja? Oder eine ganz kleine Übung, wenn das jemand machen will, zu überlegen, wann muss ich immer grinsen? Jawohl. Ne? Das heißt, es geht so. Ja? Ja. Das geht deswegen so schnell, weil wir Bilder Bilder machen Emotionen bei uns. Ja. Das ist völlig normal. Ja? Mhm. Und Schrift eben weniger. Das heißt, wir nutzen eigentlich diese Kompetenz, die wir eigentlich die ganze Zeit schon haben, die muss auch niemand mehr nochmal lernen oder so, die nutzen wir einfach in diesem Prozess. Mhm. Und deswegen, wenn die ihre Bilder erklären, erklären die ja die Symbolik von diesen Bildern. Ja, ja. Es sind ja eigentlich nur Zeitschriften. Ja, es sind die gar nicht die richtig, jetzt ja. aus ihrem eigenen Leben, sondern sie assoziieren dann genau. die Sachen damit. Ja. Was da aber automatisch passiert ist, dass sie die Symbolik beschreiben, was heißt das Bild für mich? Und das ist immer emotional. Ja. Und ja. dadurch entsteht diese emotionale Klarheit, von der du sprichst. Ja. Ja. Und eine geballte emotionale Klarheit bei wie viele Leute hatten wir da? Wir hatten knapp 20 Leute. Ja. 20 Mal emotionale Klarheit, da geht das, richtig was. Ne? Das stimmt, ja. Katja, du bietest diese Vision Journey ja jetzt auch an Außenstehende an, du hast da ein eigenes Programm. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen, wann das startet und wie das aufgebaut ist. Also die Vision Journey an sich, das sind maximal 10 Plätze, ja? Weil nach 10 Plätzen, außer man macht das jetzt wirklich wie bei dir in einem größeren Rahmen, das geht natürlich auch, aber wenn ich das selber mache, dann sind es 10 Plätze und die können sich
anmelden. Der nächste Präsenztag, also mit diesem Vision Board, findet am 23. November. Aber können wir gerne nochmal in die Show-Notes packen. Ja, ich glaube 23. November. Ja, es ist immer ein Samstag. Ganz wichtig. Warum? Und es ist in München. Und es ist in München. Ich habe wunderschöne Räume in München, direkt am Isartor, also kommt man auch super hin. Bevor wir diesen Präsenztag machen, gibt es einmal einen Call, wo alle einfach abgeholt werden, um zu gucken, irgendwie, was heißt das eigentlich? Mhm. Deswegen auch Vision Journey, es ist eine Reise. Dann gibt es eben das mit dem Brief und noch ein bisschen, also wenn es im 1:1 nochmal ist, um Fragen zu klären oder so, dann geht es auch. Dann der Präsenztag und in dem Präsenztag machen wir auf der einen Seite das Vision Board und natürlich auch die Vernissage. Mhm. Und dann gibt es noch den Meilensteinplan. Mhm. Das heißt, die Leute gehen nicht nur mit einem Vision Board raus, sondern die gehen mit einer Strategie raus, was sie in den nächsten 3 Wochen tun, um ihrem Ziel deutlich näher zu kommen. Das heißt, dann kommt eigentlich das Management. Mhm. Wir nehmen erst Leadership, also Selbstführung. Ja. Egoismus, der rein egoistische Prozess und bauen die emotionale Klarheit. Und dann kommt die Zahlen-, Daten-, Fakten-Klarheit. Mhm. Und da bin ich sehr streng. Sehr gut. Genau, das heißt, die kriegen Hausaufgaben und das muss auch umgesetzt werden. Genau. Und die Katja schaut auch, dass das passiert. Sehr gut. Ja, wir haben einfach noch 1 bis 2 Calls danach, auch wieder mit der Gruppe. Und dann erzählen die Leute, was sie tatsächlich umgesetzt haben. Sehr gut. Weil das Problem in Anführungszeichen ist, wenn wir uns neue Gewohnheiten angewöhnen, da ist der erste Schritt meistens der schwerste. Mhm. Und ich schaffe halt mit dieser Vision Journey den Rahmen, dass der erste Schritt einfach ist und der zweite auch noch. Und dann läuft das jetzt einfach. Katja, wenn man sich dafür interessiert, ich werde den Link in die Shownotes machen. Super, aber wenn man ansonsten mit dir in Kontakt treten will, wie macht man das am besten? Oder? Anrufen. Also ich bin einfach da, also www.katja-schäfer.de, super einfach. Okay. Entweder eine E-Mail schreiben oder einfach anrufen. Also die Kontaktdaten sind alle auf der Homepage. Und ja, und was ich eigentlich mache, ist eben diese Kreativität mit Management und Leadership verbinden, damit man eben auch sich selbst abholen kann und dem Egoismus einen Platz gibt. Katja, ich bedanke mich herzlichst und ich kann nur jedem empfehlen, mit Katja bezüglich dieser Sache mal in Verbindung zu treten, weil bei mir und bei uns hat das hervorragend geklappt, obwohl ich vorher sehr skeptisch war. Sie hat das hervorragend gemacht. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die Wertschätzung. Dankeschön.